Politischen wieder eine dazugehörige Diskussionsveranstaltung einleiten zu dürfen. Mein Name ist Alessandro Barberi, ich bin der Chefredakteur der Medienimpulse. Sie sehen auf den Screens Thomas Ballhausen, den stellvertretenden Chefredakteur der Medienimpulse, der als Autor, Kulturwissenschaftler und Archivar in Wien und Salzburg tätig ist. Thomas ist international als Herausgeber, Vortragender und Kurator tätig und jüngst als herausragender Schriftsteller, der er auch ist, erschien sein Buch Transient Lyric Essays bei der Edition Melos in Wien. Ich begrüße ganz herzlich auch Stefanie Friedrich. Sie hat einen wunderbaren Beitrag zu unserem Schwerpunktthema Erzählungen des Politischen beigetragen, weshalb wir uns da sicherlich auch intensiv unterhalten werden können. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Kulturvermittlerin. Sie fragt nach den Möglichkeiten von Wissens- und Kunstvermittlung als kritische, antirassistische Praxis und setzt sich mit zugrunde liegenden kulturpolitischen Prozessen auseinander. Darüber hinaus begrüße ich ganz herzlich Johanna Lehnhardt, die als Literaturwissenschaftlerin und auch Redakteurin der ebenfalls von mir als Chefredakteur betreuten Fachzeitschrift Medienimpulse tätig ist. Sie hat zahlreiche Publikationen zur österreichischen Gegenwartsliteratur vorgelegt. Ich freue mich sehr, ein so hochkarätiges und hochinteressantes Podium einleiten zu dürfen. Vielleicht darf ich kurz sagen, was mich so angetrieben hat, um das Verhältnis von Erzählungen des Politischen in den Raum zu stellen, hatte damit zu tun, dass etwa bei Jean-François Lyotard einmal die Rede auftauchte, es gäbe keine großen Erzählungen mehr. Und das Interessante ist meines Erachtens nach auch jetzt, nachdem wir mit der Corona-Pandemie erst recht wieder bemerkt haben, wie bestimmte auch biologische, biopolitische Probleme globalisierte Probleme sind, dass wir durchaus auch wieder den Mut haben, dürfen, allgemeinere, universellere Formen der Erzählung in den Raum zu stellen. Deshalb war es für mich wichtig, mal die Frage zu stellen, wie erzählt sich das Politische oder wie ist in der Literaturgeschichte, auch bei Schriftstellerinnen nachweisbar, das denken wir an Elfriede Jelinek, denken wir an Michael Scharang, Peter Turini, dass die Romane oder die Erzählungen oder die Dramen von Schriftstellerinnen erstens immer in einem politischen Kontext stattfinden und gleichzeitig eben also auch auf politische Ereignisse reagieren und eben in die Erzählungen immer auch bestimmte politische, wenngleich nicht nur parteipolitische Haltungen verbunden sind. Insofern, lieber Thomas, mag ich den stellvertretenden Chefredakteur der Medienimpulse, jetzt hat es mich geschleudert, der Zukunft ganz herzlich bitten, auch ein paar einleitende Worte zu sagen und dann an unsere wunderbaren Kolleginnen weiterzugeben. Ja, vielen Dank für die Einleitung und die ungeplante Beförderung, die jetzt gerade passiert ist. Als stellvertretender Chefredakteur der Zukunft darf ich ja schon einige Ausgaben lang mich stark dafür einsetzen, dass Kunst und Kultur im jeweiligen Heftumfang auch wirklich deutlich sichtbar sind. Ich denke, das ist ein Vorzug der neuen redaktionellen Arbeit, dass wir dem ein klares Gewicht zuweisen und sagen, das hat eine Wichtigkeit, das soll eine Leserschaft erreichen. Und wie es auch schon gesagt wurde, dieses Moment, wie sehen die Politiken des Erzählens aus und wie lassen sich die Erzählungen des Politischen auch medienübergreifend über Textsorten hinweg, aber eben auch wirklich über Mediengrenzen hinweg darstellen, reflektieren, wie sehr werden hier gesamtgesellschaftliche Momente aufgegriffen, befragt, vielleicht auch kritisch erweitert. Das interessiert uns und das soll natürlich unsere Arbeit auch in Zukunft im besten Sinne sozusagen auch mitprägen. Ein wesentlicher Motor oder ein Moment, das hier immer wieder aufblitzt, ist das Verhältnis, was ist Geschichte, was ist Geschichtsschreibung und welche Geschichten sind notwendig und stellen sich ein, welche vielleicht auch Vorgaben und Imperative des Erzählens werden deutlich. Wir wollen uns erzählen lassen. Die Theorie braucht mitunter auch die Angebote des Erzählens, um vermittelbar zu bleiben. Eine Herausforderung, die durchaus ja auch kritisch einzuschätzen ist. Und aus diesem Bündel von Fragen heraus, denke ich, generieren wir ja auch immer wieder Schwerpunktsetzungen, thematische Cluster und wählen auch aus, wie können wir sozusagen rund um Themenschwerpunkte unterschiedliche Ansätze zusammenführen. Das meint für mich nicht zuletzt auch, wie vermitteln wir avancierte, aktuelle, gegenwartsbezogene Forschung auf eine Weise, dass es ein breites Publikum erreicht, ohne dass es die Komplexität des Verhandelten darunter leidet. Und ich denke, da haben wir mit der Zukunft ein Instrument, das uns diese Spielfläche im allerbesten Sinne auch bietet. Wir können hier
ich denke, in einer sehr anschaulichen und im besten Sinne auch zugänglichen Weise hochkomplexe Themen aufgreifen. Wir sind dankbar auch aus redaktioneller Sicht, da immer wieder mit renommierten internationalen Autorinnen und Autoren arbeiten zu dürfen. Und ich denke, insbesondere die aktuelle Ausgabe zeigt einmal mehr, was hier insbesondere aus einer kunst- und kulturspezifischen Perspektive eingebracht und im besten Sinne geleistet werden kann. Denn das vielleicht als Moment auch des Überleitens dann zu unseren Beitragenden, die heute mit am Podium sind. Wir müssen ein bisschen rausgehen aus diesem Moment, dass wir uns immer nur fragen, was die Künste leisten sollen und dürfen. Also das ist immer so ein Moment der Reglementierung passiert, sondern vor allem, was sie da auch können, wie sie uns permanent auch immer wieder neu herausfordern, nicht zuletzt auch politisch herausfordern. Und ich denke, mit dieser Verkoppelung aus Politik und Erzählen lässt sich da besonders glücklich darstellen, eben nicht nur auf eine illustrierende Weise, sondern wirklich auf eine vermittelnde Weise, was wir da anzubieten haben an Positionen und wie ich von hier aus auch weitergedacht, weitergearbeitet, weitergeforscht werden kann. Vielleicht ja, übergibst du den Ball oder soll ich es versuchen? Ja, ich probiere es mal. Die EM-Zeit macht sie uns ja ein Libro aus uns allen. Vielleicht darf ich Stefanie gleich mal sozusagen anspielen, in dem Sinne, wenn wir über dieses Moment der Vermittlung, der Vermittelbarkeit auch von Forschungsergebnissen gesprochen. Teil unserer redaktionellen Arbeit ist ja auch immer mit unseren Autorinnen und Autoren sehr eng abgestimmt, Themen zu entwickeln, Texte zu betreuen, da auch aus einem konstruktiven Dialog heraus ein Schreiben und ein Publizieren möglich zu machen, was in anderen Zeitschriften vielleicht nicht immer so leicht machbar ist. Insbesondere dein Beitrag reflektiert ja auch, was heißt es zu forschen, was heißt eine Fragestellung zu formulieren, was heißt sozusagen auch dieser Prozess des Forschens und wie reflektieren wir ihn vielleicht auch. Vielleicht möchtest du das als Übergabe nutzen. Wir haben ja über das medienübergreifend auch schon gesprochen und ich bin ja sehr dankbar, dass du einmal mehr für die Zukunft einen Beitrag zum Thema Graffiti beigetragen hast. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Ich hoffe, man hört mich gut. Wunderbar, gut. Ich möchte mich da zuallererst einmal ganz gleich bedanken eigentlich eben für genau diese Prozessbegleitung, die ich eben auch jetzt schon zum zweiten Mal erleben durfte, in der Betreuung dieser Textgenese. Und ja, in meinem Text geht es im Prinzip auch wieder mal aus sehr persönlicher Sicht um das Dasein als Forscherin und zugleich eben aber auch als Vermittlerin, wir sind durchgespielt anhand des Beispiels Graffiti-Forschung, der ich mich gerade sehr intensiv zuwende, Graffiti- und Street-Art-Forschung. In dem zweiten Text jetzt geht es aber vor allem darum, nicht nur Fragestellungen zu finden oder eine Fragestellung zu finden, sondern vor allem auch um die Möglichkeit, Fragestellungen offen zu lassen. Also das ist natürlich jetzt Zufall, aber in dem Text geht es ja irgendwie auch um diesen Moment der Lücke. Und hinter mir da in dem Bücherregal ist es da ganz wirklich zufällig, aber es ist mir gerade aufgefallen im Video und es passt ganz gut, eine Lücke drin, die dadurch kommt, dass die Bücher noch nicht geordnet sind. Aber natürlich ist das alles auch irgendwo intendiert und es geht darum, Spielräume auch in der Forschung ganz bewusst nicht zu bespielen oder sich die Frage zu stellen, wie könnten die bespielt werden? Wie wirkt sich das jetzt auf diese Graffiti-Forschung, vor allem im Kontext meiner eigenen Forschung aus? Ich habe mich sehr lang damit auseinandergesetzt, Begriffe wie Street Art und Graffiti zu definieren. Das kommt sehr stark aus meiner kunsthistorischen Vorbildung, wo es ja auch darum geht, eben Geschichte auch irgendwo zu erzählen oder auch zu schreiben, aber auch Phänomene zu erklären und zu kategorisieren und zu definieren, um auch einen Zugang zu diesen Phänomenen anbieten zu können. Und gerade bei künstlerischen Phänomenen ist das ja oft eine sehr komplexe Sache. Sehr oft sind es auch sehr viele leere Worte, muss man sagen, leider Gottes. Und bei Graffiti und Street Art ist es auch ähnlich, je nachdem, von welcher Seite man sich diesen Phänomenen annähert, werden die ganz unterschiedlich definiert und gefasst. Dahinter steht aber jetzt keine junge Forschung, da haben wir es mit einer 40-jährigen Forschungsgeschichte zu tun und immer noch
geht es auch stark um die Frage, wo können Abgrenzungen getroffen werden zwischen diesen beiden, ich nenne sie kulturelle oder künstlerische Praktiken, vielleicht auch wo kann eine Abgrenzung zu tatsächlich einer künstlerisch intendierten Arbeit getroffen werden. Auch das ist bei Graffiti eine sehr herausfordernde Angelegenheit und eine noch nicht durchexerzierte. Und das gefällt mir aber eigentlich daran. Und ich möchte es auch selber gar nicht durchexerzieren, sondern mich weiter mit diesen offenen Spielräumen vor allem befassen. Und das hat wohl auch, wenn man diese Geschichte jetzt größer erzählt, sicher auch mit einer Politik, vielleicht auch mit einer Ethik des Forschens an sich zu tun. Und da habe ich mir halt jetzt diesen Forschungsgegenstand herangezogen. Ich denke, das ist aber auch durchaus auszuweiten auf andere Felder, gerade in der Forschung zu Kunst und Kultur und eben auch Literatur. Vielleicht darf ich da auch dann wieder mal abgeben, den Ball. Ja, vielleicht, wenn ich dir den Ball nicht gleich noch einmal zurückspiele. Okay. Weil was ich sage, also wir haben jetzt sozusagen diese Frage der Forschungspolitik, haben wir jetzt ja sehr schön vor Augen. Aber wenn wir durch die Straßen gehen, merken wir ja auf allen Ebenen, ganz genau wie du es auch beschreibst, dass Graffiti ja sozusagen auch das Randständige, das Jugendkulturelle auf den Punkt bringt. Und vielleicht darf ich daran erinnern, dass in deinem schönen Text eigentlich auch vom Graffiti und seiner Struktur, von der, wie du sagst, kunstgeschichtlich, von der inneren Symbolhaftigkeit einer Zeichnung an einer Häuser, Wand, sich auch ein bildungspolitisches Plädoyer ableiten lässt. Du hast in einer, wie ich meine, kritischen Distanz zu Pink Floyd festgehalten, dass wir sehr wohl Education brauchen, also we need education, mit ein paar Auslassungspunkten, was ich sehr, sehr schön fand. Und lass mich deshalb doch kurz noch einmal bei dir nachfragen. Wie meinst du denn, dass gerade im Umfeld der Zukunft, auch im Umfeld der progressiven Allianzen, die vielleicht in Österreich möglich wären, sich auch im Blick aufs Graffiti oder überhaupt auf das, was wir sehen können in einer Stadt, Bildungspolitik progressiv gestalten ließe? Das ist eine großartige und für mich noch ganz unbeantwortete Frage. Genau dieser Auseinandersetzung widme ich mich auch gerade. Also wo liegt hier ein bildungspolitisches Potenzial in der Auseinandersetzung mit dieser doch sehr, sehr verbreiteten kulturellen Praxis in der Stadt? Wo liegen aber gleichzeitig auch die Problematiken damit? Also wir dürfen ja bei aller Offenheit auch nicht vergessen, dass es sich in den meisten Fällen ja schlussendlich um einen illegalen Akt handelt. Nicht ausschließlich, aber dennoch. Das heißt, man muss auch mit einer gewissen, mit einem Fingerspitzengefühl auch als vermittelnde Person, vielleicht auch als Lehrperson da herangehen. Ich fand eigentlich diese einleitenden Worte von Thomas auch relativ wichtig, im Sinne von Erzählungen oder vielleicht sogar eher im Sinne von Sprache finden. Also Graffiti als ein Feld zu sehen, in dem sich vielleicht eine nicht nivellierende Sprache manifestieren kann, beziehungsweise als ein Feld zu sehen, wo man aus Vermittlungssicht daran arbeiten kann. Also das ist auch eine Schwierigkeit, die ich oft sehe, gerade wenn wir im Forschungskontext oder im akademischen Kontext uns unterhalten und bewegen, dass wir, dass die Vermittelbarkeit von komplexen Inhalten oft nicht bis zu Ende gegangen oder gedacht wahrscheinlich schon, aber nicht bis zu Ende gegangen wird. Nämlich, dass wir ja eigentlich, gerade wenn wir es mit Thematiken zu tun haben, die auch eine gewisse gesellschaftspolitische Relevanz haben, könnten vielleicht argumentieren, dass alle Thematiken eine gesellschaftspolitische Relevanz haben, das lasse ich jetzt offen. Aber gerade bei diesen Fragestellungen würde es ja eigentlich auch darum gehen, eben aus einer Bildungsvermittlungsperspektive heraus möglichst viele Menschen mit den auch eigens erforschten Inhalten zu konfrontieren und auch eine Auseinandersetzung und vielleicht auch sogar im Idealfall eine Diskussion anzuregen. Das können wir aber nur schaffen, wenn wir die richtige Sprache dafür finden. Und das meine ich jetzt so buchstäblich und so metaphorisch, wie man es nur auffassen kann. Ich weiß das noch nicht im Feld von Graffiti. Ich kann mir gewisse Szenarien vorstellen, die sich vor allem im Feld der partizipativen Forschung abspielen. Ich habe mich mal ein bisschen mit der Thematik von Data Walking auseinandergesetzt, also dass man tatsächlich hier auch eine gewisse, auch einen roten Faden bei den Spaziergängen, wie sie oft genannt werden, gerade im Feld von Street Art redet, und man dann immer von so Street Art Spaziergängen, was schon schön ist, aber richtig diskursiv oder diskussionsanregend ist das ja dann jetzt auch nicht. Aber vielleicht gibt es da Möglichkeiten, aus dem irgendwo auch noch mehr zu machen. Vor allem, du hast von
auch zu einer Art von Kollektivierung, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo auch gesprochen, oder Allianzbildung. Vielleicht ist diese Allianzbildung eben gerade im partizipativen Forschungs- und auch Bildungskontexten zu suchen. Aber das vermerke ich noch mit einem Fragezeichen. Das ist nur eine Annahme und das lasse ich offen. Ich glaube, das Spannende ist ja auch, wie jeder und jede nachvollziehen kann, man geht durch die Stadt, man spaziert und sieht sozusagen Graffitis oder eben andere Symbole, Werbeplakate, wie auch immer, und man kommt sozusagen nicht daran vorbei, sich narrativ erzählend dann auch damit auseinanderzusetzen. Und jetzt mag ich natürlich schon Thomas auch daran erinnern, dass unser Thomas Ballhausen in dieser Ausgabe auch eine sehr schöne Erzählung eingebracht hat, in der das Motto gilt, Literatur kann alles, aber muss nichts. Also Thomas, wie würdest du jetzt auch nach deiner wunderbaren redaktionellen Tätigkeit noch einmal zusammenfassen wollen, was das Verhältnis von Politik oder vom Politischen hin zum Narrativen, zum Erzählen oder zur Notwendigkeit, den Mund aufzumachen, kann man ja auch sagen. Ne? Also irgendwie plappern wir, irgendwie reden wir miteinander und damit beginnt immer schon auch am Biertisch eine Erzählung. Ne? Und da würde ich gern bei dir nachfragen wollen, was dich jetzt so motiviert hat, wirklich hervorragende Arbeit auch zu leisten bei dieser schönen Ausgabe zu den Erzählungen des Politischen. Ich finde das beglückend, wenn du das so einschätzt. Siehst das? Ja, schön, dass es eine Veranstaltung gibt, wo man sich dann solche Sachen. Ja. Am Biertisch geht das manchmal ja nicht so. Wie wir wissen. Ja, ich finde, dass die Intention für die Zusammenstellung der aktuellen Ausgabe war sicherlich, ein Spektrum abzubilden, ein Spektrum an Textsorten, an Medienangeboten, sicherlich auch an Zugängen. Und da etwa zumal von der literarischen Seite gedacht, bevor wir ins Wissenschaftliche zurückgehen, da würde ich meinen, wir beschäftigen uns ja seit den 1990er Jahren verstärkt mit einem Begriff wie künstlerische Forschung oder Artistic Research. Und das ist etwas, das stark aus der bildenden Kunst kommt, also durchaus auch mit Angeboten arbeitet, die im öffentlichen Raum auch sichtbar sind. Da sehe ich eine große Beziehung zu dem, was Stefanie gesagt hat. Was da drunter firmiert und passiert, das muss man, glaube ich, immer Fall für Fall anschauen. Wie bei allen Begrifflichkeiten, die einen großen Zuspruch in Diskursiven, im Verhandeln bekommen. Ja, wie ernsthaft ist denn das dann wirklich gemeint? Aus der literarischen Sicht, und da sind wir natürlich ganz stark im Erzählen, und die Literatur ist das Fundament auch eines filmischen Erzählens, oder wenn wir später über das Medium Comic hören, da gibt es ja starke Wechselbeziehungen, die einen literarischen Unterbau mitdenken sollten und müssten. Da ist schon so, dass die Literatur, wenn sie sagt, wir treten als künstlerische Forschung an, wir wollen Fragen stellen, die die Wissenschaft auf diese Weise vielleicht so nicht stellt, nicht stellen möchte, vielleicht auch nicht stellen kann, dann sollte das immer gesehen werden als eine sinnhafte und hoffentlich wünschenswerte Ergänzung eines, sage ich jetzt mal, wissenschaftstheoretischen und damit auch bildungspolitischen Spektrums, also der Instrumente, die da sind. Es geht ja nicht darum, dass man dann meint, oh, die Literatur tritt jetzt an, um die bessere Literaturwissenschaft zu werden. Ich glaube, das wäre absolut verfehlt. Und auch als Autor, wie auch in meiner Hybridfunktion als Literaturwissenschaftler, fände ich das problematisch. Ja. Also da geht es schon darum, sagen, nein, das ist eine Bereicherung, es ist nochmal eine Möglichkeit, neue Aspekte hier zu zeigen und vielleicht auch Hybridformen, also textliche Überblendungen sichtbar, machbar zu machen. Und ich denke insbesondere der wunderschöne Beitrag, der auch in der aktuellen Ausgabe drinnen ist, einer Kollegin rund um sozusagen die Frage, was ist ein Denkmal, ja, bringt ja ganz, ganz stark eigene literarische Momente mit hinein und verbindet das auf einer sehr klugen Weise mit reflexiven Angeboten. Also das vielleicht auch als Teaser an die Leserschaft da draußen dann nochmal nachzublättern, wenn sie es noch nicht gemacht hat. Also Friederike Landaus Beitrag ist da, glaube ich, ein super Beispiel, wie das aussehen kann, dass man avanciert, klug an den Grenzen arbeitet, an denen wir uns gerade bewegen, also wirklich Neuland auch zu betreten. Das ist ja eine Forderung immer wieder an die Künste und auch an die Forschung. Und ich denke, da gibt es einen großen Wert. Wenn man das an die Wissenschaft zurückkoppeln möchte, dann sehe ich hier schon auch das, was Stefanie angesprochen hat, schon dieses Spiel mit Intention und Inszenierung. Ja, wie lückenhaft das auch noch immer ist, ja, und wie gewollt die Lücke ist, die dann auch sichtbar wird.
wünsche mir manchmal mehr Lücken in meinen Bücherregalen. Das ist so ein altes Archiv- und Bibliotheks- und Archivproblem, ist finding more bookshelf space, wie Neil Gaiman das mal sehr treffend sagt. Aber das ist ja nochmal sozusagen, da ist ja die gewünschte Lücke nochmal anders geladen. Bei diesem Moment einer wissenschaftlichen Greifbarkeit von dem, was Forschen ist, da müssen wir uns ja daran erinnern, dass wir sagen, wo binden wir diese Frage an eine Disziplin an? Also ist das auch eine Frage, die mit deiner, meiner Disziplin auch zu tun hat? Ja? Ist das eine Frage, die machbar ist? Ja? Ist die Frage so konkret genug schon? Und dann immer auch dieses Moment, da verbindet sich's, nach der Novität, nach dem Neuigkeit. Also ist das eine neue Frage? Oder aber, und das halte ich für mindestens genauso wertvoll, sollen wir Fragen erneut stellen? Ja? Sollen wir sozusagen eine Frage wieder aufgreifen, wenn wir den Eindruck haben, als kritische Leserinnen und Leser, die Frage ist noch nicht zu Ende bearbeitet, das ist noch nicht zu Ende verhandelt, da gibt es noch was, oder ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie es bisher verhandelt wurde. Also ich denke, auch das ist ja ein legitimer Moment der Motivation, um da nochmal in die Forschung einzusteigen, sagen, es gibt neuere Möglichkeiten, da nochmal drauf zu schauen, das ist nicht zu Ende verhandelt, also es wäre ja auch schade, wenn wir bei einer einmaligen Auslegung etwa eines Textes, wie auch immer der dann medial sozusagen sich findet, als Film, als Poster, als Graffiti, als Comic, als literarisches Textangebot, wenn wir da stehen bleiben würden. Also das ist ja ein großer Wert, dass wir da immer wieder neu draufschauen können und sollen und eine Form von Aktualisierung auch mit einbringen. Ja? Dass wir nicht sagen, einmal zu Ende interpretiert und gut ist, salopp gesagt. Ich glaube, das wäre auch politisch eine sehr schwierige Sache. Und auch bildungspolitisch, wenn wir sagen, wir nehmen neue theoretische Angebote wahr, wir nehmen die ernst. Neue Materialismen, Eco-Criticism, neueste feministische Ausprägungen, das soll und muss sozusagen ernst genommen werden. Und ich finde, das braucht einen Platz in dem das wissenschaftstheoretische Spektrum inklusive der künstlerischen Forschung ist breit genug, um diesen Platz hier sozusagen zu bieten, um das denkbar, anwendbar zu machen, ja, ohne, da sind wir bei dem Punkt, ohne das einfach zu müssen. Ja. Also diese Indienststellung, die Indienstnahme, das scheint mir auch aus bildungspolitischer Sicht ganz wichtig zu sein, auch aus hochschulpolitischer Sicht, dass man sich da nicht zum Diener macht. Ja, wie oft haben wir das auch in Forschungsprojekten gesehen, auch in großen, dass Kunst und Kultur einfach in eine Technologieentwicklung eingebunden werden und dann einfach mal Worst Case Belastungsprobe sind für was auch immer das für ein Programm war oder was immer für eine Applikation, die es zu entwickeln galt. Und da, glaube ich, tut man der Kunst und der Kultur extrem Unrecht, wenn man das einfach nur als Content missversteht, der einfach mal reingeladen wird, um zu schauen, wie belastbar ist denn das System, das wir da bauen. Ja, also da hat die Gesellschaft verdient eine bessere Kunst und Kultur und auch eine, die durchaus mal rangeht und die Gesellschaft auch irritiert, ja, kritisch reflektiert und sagt, ich habe da was zu fragen und es geht nicht darum, immer gleich auch schon die Antwort mitzuliefern. Und auch das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin in der aktuellen Ausgabe, dass wir da Dinge neu aufgreifen. Ich denke an den großartigen Text über Kafka und Egner von Marie-Louise Stamp, ja, ein ganz wunderbarer Forschungsbeitrag. Das ist möglich, aber auf der anderen Seite, dass wir sagen, da kommen wir dann jetzt auch zu Johanna Lehnhardt, sagt, da gibt es historisches Quellenmaterial, das muss nochmal neu angeschaut werden, da, sozusagen, da fehlt noch was, da gibt es im besten Sinne sozusagen nochmal Fragen neu zu stellen. Das heißt nicht, wir bringen gleich alle Antworten mit, sondern, und das ist, scheint mir mindestens genauso gewinnbringend, wir stellen nochmal drei neue Fragen und wir enden auf diesen Fragen, ja, dass das nicht einfach Schluss ist, sondern wir geben das, wir geben es nicht auf, wir geben es weiter. Ja. Da sehe ich eine große Aufgabe für mich auch als Autor und auch als Wissenschaftler. Und wie du es eingangs auch so schön gesagt hast, es ist möglich, politisch zu sein und politisch alert zu sein. Ich glaube, es ist dringender notwendig, als wir uns das sozusagen gedenken konnten. Und auf der anderen Seite geht es nicht darum, einfach nur vielleicht Linien zu reproduzieren. Ja. Und genau das sollte sozusagen ja auch der Wunsch einer demokratiepolitischen Haltung sein, dass da andere Denkende sozusagen zu Wort kommen dürfen und nicht nur Befürworter.
Vielleicht darf ich da ein bisschen sekundieren, lieber Thomas. Danke für diese schöne Linie, die du da jetzt auch in den Raum gestellt hast. Ich mag nur erwähnen, dass diese Ausgabe mit den wunderbaren Beiträgen der Anwesenden und auch jener, die jetzt leider nicht dabei sein können, soeben in den Postkästen in Wien vor allem und in Österreich gelandet ist. Und wir halt auch online unter www.diezukunft.at mit dem Editorial eigentlich auch genau diesen roten Faden unserer Fragestellung immer präsentieren und einzelne Texte auch online stellen, so wie in diesem Fall den Text von Johanna Lenhardt, die ein wahrhaftiges Juwel, muss man sagen, aus den Archiven, aus unseren Zeitungsarchiven gehoben hat. Und das, ich sehe eine Linie, Stefanie, also vom Graffiti hin zum Comic, ne, ist die Frage der Visualität eine unglaublich interessante. Und Johanna Lenhardt hat in ihrem Beitrag gezeigt, wie eine Comicfigur, nämlich der Tobias Seicherl, seit den 30er Jahren im kleinen Blatt präsent war und sich in diesen kleinen Strips, in den kleinen Comicstrips, die wir auch in den Druck bringen konnten, sozusagen parallel zu den politischen Ereignissen gewandelt hat. Also wäre auch bei dir die Frage, wie kannst du in dieser, auf dieser Ebene vom Graffiti meinetwegen zum Comic, na, wie kann im Visuellen selbst, das natürlich im Comic auch immer beschriftet ist, aber wie ergibt sich da sozusagen auch ein Narrativ, das auf politische Ereignisse, in dem Fall ganz klar auch auf den Nationalsozialismus reagiert hat und wie lässt sich das sozusagen aktualisieren, wie du es ja gemacht hast in deinem Text? Genau. Ja, vielen Dank zuerst mal für die Einladung hier und auch für die Möglichkeit, wieder etwas für die Zukunft zu machen und natürlich auch für die netten Einführungen. Genau, also ich habe mir eine sehr konkrete, ein sehr konkretes Beispiel sozusagen für das Zusammenspiel von Politik und Medien angeschaut. Hier genau sehen wir gleich ein Beispiel von diesem erwähnten Comicstrip, der heißt Herr Seicherl und sein Hund. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass es möglich war, die Bilder abzudrucken, weil natürlich ist der Text nur halb so schön ohne die Bilder. Genau, hier sieht man schon mal, das ist eines der berühmtesten Beispiele vom Herrn Seicherl, und zwar Seicherls Feind steht links. Das ist eines ein relativ frühes Beispiel aus dem Jahr 1930. Und hier sieht man schon die Ausrichtung. Also wir haben den Tobias Seicherl, das ist quasi die Hauptfigur dieses Comicstrips, der sozusagen der Feind oder der politische Gegner der Sozialdemokratie darstellt. Und das Ganze ist aber allerdings eben in einem sozialdemokratischen Medium erschienen, und zwar im kleinen Blatt. Das ist sozusagen, das ist ein Boulevardblatt, kann man sagen. Das eben auch, daran musste ich denken, bei Thomas' Einführung zum Ziel hatte, quasi politische Inhalte einfach zu vermitteln. Also quasi nicht auf einer theoretisch abstrakten Ebene den Lesern, Leserinnen Inhalte zu vermitteln, sondern zugänglicher zu sein, eben im Sinne einer durchaus auch sozialdemokratischen Politisierung. Also dass die Zielgruppe waren Arbeiter und Arbeiterinnen. Und das, würde ich sagen, ist eben auch das Ziel von diesem Herrn Seicherl. Also quasi die Darstellung von komplexen Themen, wie das Thomas auch gesagt hat, in einem populären Medium. Vielleicht ganz kurz, damit man versteht, was der Herr Seicherl, was ihn so besonders macht. Er war eben quasi... Er stellt den politischen Gegner dar. Er ist zunächst ein Anhänger der christlich-sozialen beziehungsweise der Heimwehr, der Heimfront. Später sympathisiert er dann mit den Nationalsozialisten. Aber dadurch, dass er eben dargestellt wird als, wie soll man sagen, ein bisschen, also ein dümmlicher Mensch, ein Kleinbürger, jemand, der... Ja, ein tollpatschiger Mensch, jemand, der eben also nicht so ganz ernstzunehmend ist, dadurch, dass dieser Mensch mit diesen politischen Gegnern eng geführt wird, da werden diese politischen Gegner auch diskreditiert. Also man hat hier so einen Bruch, so eine quasi eine perspektivische Drehung in diesem Comicstrip. Genau, hier haben wir gleich das nächste
Beispiel, hier sieht man schon, Seihel kann sich nicht entscheiden, ob er lieber bei den Haken Kreuzlern oder bei den Hahnen Schwänzlern sein will, also lieber bei den Nationalsozialisten oder bei der Heimfront. Das heißt, er versucht einfach mal selber eine Partei zu gründen und wird dafür natürlich bestraft sozusagen. Also es geht auf jeden Fall schief. Seichel bekommt ganz gerne auch, wie soll man sagen, auf die Mütze. Also er ist meistens, wie sagt man, quasi das Ziel des Witzes dann. Also er geht aus diesen ganzen Situationen dann meistens ziemlich lediert hervor. Genau. Ja, also wie Thomas gerade auch vorher schon wieder gesagt hat, auch hier gibt es ganz viele Lücken in dieser Geschichte, also in der Forschung zu diesem Comicstrip. Meistens bleibt die Forschung hier stehen in einer Naherzählung. Was ist passiert? Wie gehen diese ideologischen Verschiebungen? Wie passieren die und so weiter? Wie entwickelt sich das? Dann in Ende der 30er Jahre, wo es noch einmal einen Dreh gibt, weil Seichel sich dann quasi weg von diesem sozialdemokratischen hin tatsächlich zum nationalsozialistischen dreht und dann ins Horn dieser neuen Machthaber bläst, also auch gezwungenermaßen, ist natürlich nicht ganz freiwillig, wahrscheinlich, aber genau das wäre so eine Lücke. Man weiß nicht genau, welche Ziele der Zeichner Ladislaus Kmoch damit verfolgt hat. War er zum Beispiel, das wäre eine solche Frage, jetzt tatsächlich überzeugt von diesen späteren, von diesem Dreh zum Nationalsozialistischen oder war das quasi eine Folge der zeitlichen Umstände, eine quasi eine Repression, etwas, das ihm aufgezwungen wurde? Das wäre eine dieser Leerstellen. Es gibt noch viele andere, aber genau hier ist es, denke ich, sehr fruchtbar, hier Fragen nochmal zu stellen, aber eben auch neue Fragen zu stellen und auch, denke ich, Lücken zu schließen im Sinne von archivarischen Lücken. Ich denke, es gibt hier noch einiges Material, das auch nicht gesichtet wurde aus dem Umfeld. Also die Comicstrips an sich sind verfügbar, dankenswerterweise von der Nationalbibliothek digitalisiert worden. Aber zum Beispiel was eben zu Ladislaus Kmoch oder auch aus dem Umfeld, da gibt es noch einiges, was noch gehoben werden könnte, auf jeden Fall. Genau, also auch hier zahlreiche Lücken. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Lücke nicht gleich Lücke ist. Ja, vielleicht können wir noch über die Politik der Lücken sprechen. Ja, ich wollte gerade sekundieren, wir machen eine Ausgabe, die heißt nur Lücken. Ja, genau. Sofort dafür. Also wenn ich kurz nachsetzen darf, das Spannende an beiden Analysen, also einerseits die Graffitis, aber jetzt auch die Comics, war ja auch, dass sozusagen dieses kritische Potenzial sich dann eben im Zeitverlauf auch drehen kann und sozusagen die Kunstgeschichte, die Lineatur eines Comics dann in Kombination mit der Schrift, die da eine Rolle spielt, gleichzeitig auch wirklich zur historischen Quelle wird. Das ist das Interessante meines Erachtens nach. Und dann entstehen natürlich Lücken. Ich finde es auch ganz wichtig als Historiker sozusagen, dass man die Lücken nicht schließt, weil sie da sind. Sie sind im Archiv, in den Ordnungen da, sie sind in den Zeichnungen da. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass man bestimmte Dinge eben nicht erschließen kann, weil dir die Spur dazu fehlt. Aber das Grandiose an deinem Beitrag, Johanna, war meines Erachtens nach eben zu zeigen, wie aus einem durchaus proletarischen und kritischen Potenzial sich durch die Zeitverläufe und dann könnte man wahrscheinlich auch rekonstruieren, wie war denn die Medienlandschaft, wer hatte denn überhaupt die Möglichkeit, sozusagen unabhängig zu bleiben, wie es bis heute auf der Kronenzeitung vorn draufsteht. Ja, was heißt da Unabhängigkeit? Und das fand ich sehr passend in Bezug auf unser Schwerpunktthema. Weil, wenn wir auch das, Thomas, kurz erwähnen dürfen, der wunderbare Text von Erkan Osmanovic etwa versucht hat, mit Robert Musil noch einmal zu argumentieren, dass das Politische zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit eigentlich nur eine Chance hat, nämlich sozusagen den Möglichkeitsraum zu eröffnen. Und insofern, Stefanie, würde ich dich auch noch einmal fragen wollen, wie meinst du denn, dass wir ausgehend von unserer Diskussion, sowohl politisch als auch narrativ, in Österreich, auch im Bereich, den wir abdiskutieren, also das literarische Feld, das politische Feld, wie wir da vielleicht die Möglichkeit schaffen könnten, auch durch unsere kleineren Tätigkeiten, sowas wie eine progressive Allianz zu ermöglichen, innerhalb derer dann auch progressive Erzählungen das Politische oder die Politik durchaus dann auch im Sinne der Parteipolitik bereichern könnten.
Ja, du hast jetzt meinen ersten Impuls, hast du mir jetzt eh gleich schon vorweggenommen. Also, die Lücke. Nein, tatsächlich die Differenz, die Frage der Differenz. Also ich komme aus einem anderen Forschungsprojekt und bin da gerade sehr stark auch geprägt, was so die Politiktheorie angeht. Und ich bin der Meinung, dass, was du gerade gesagt hast, nämlich mal zu differenzieren zwischen dem Politischen und der Politik, ist einmal ein erster ganz wichtiger Schritt, den wir gehen müssen. Ist natürlich absolut nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich schließe mich dem doch ganz voll und ganz an. Also hier mal zu schauen, zuerst einmal zu differenzieren, um dann auch die Wechselwirkung zwischen diesen beiden, ich will jetzt Bereiche sagen, wobei das natürlich ein sehr blöder Begriff ist, aber gut, ich lasse ihn jetzt mal, zwischen diesen beiden Bereichen halt auch wieder feststellen zu können. Ich glaube, es kommt darauf an, wie Allianz verstanden wird, unter welchen Vorzeichen diese Allianz stehen soll. Ich spreche mich generell mal sehr stark für eine Streitkultur aus, eine Konfliktkultur, auch das absolut nicht auf meinem Mist gewachsen, siehe Friederike Landau, mit der ich auch zusammenarbeiten darf, die das auch sozusagen theoretisiert schon hat und weiterhin theoretisiert. Also wie können wir eine Form von Allianzen schaffen, die nicht einen Konsensimperativ in sich tragen? Weil ich glaube, der ist tatsächlich der Tod der Diskussion, der politischen Diskussion des Politischen. Das sind Theorien, die nicht von mir stammen, sondern die von Laclau, Mouffe, Wachert und Landau stammen und von vielen mehr. Aber ich würde mal meinen, das ist so ein erster Ansatzpunkt, den ich da mal verfolgen würde. Und dann möchte ich ganz gern auch im Zuge dessen, aber auch in Reaktion zu dem, was Thomas vorher gesagt hat, nochmal aufgreifen, gerade auch aus der Sicht der Wissenschaft, dass es eine schwierige Position ist, sich zu bewegen zwischen einer Position der Konsultation, vielleicht auch einer Funktion der Konsultation, siehe eben diverse Lücken auch zu schließen, wobei ich das jetzt nicht als negativ wahrnehme, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir auch wieder den Bogen spannen zur derzeitigen Lage, zur derzeitigen Situation und was Wissenschaft gerade für eine Funktion gesellschaftspolitisch auch einnimmt eigentlich, wie die ja auch instrumentalisiert wird, etc., etc. Also wie man hier von einer Konsultation zu einer Irritation wechseln kann und zurück. Also sich ständig hin und her zu bewegen zwischen einer Form von beratender Funktion, aber auch von einer irritierenden Funktion. Aber das beantwortet natürlich deine Frage nur peripher. Ich habe tatsächlich für die genaue Umsetzung noch keine Antwort. Aber ich würde mal sagen, das zu wahrzunehmen und vielleicht auch anzunehmen, diesen Irritationsmoment, diesen Moment eines Konflikts, der uns aber auch weiterbringen kann in einem politischen Denken oder im Denken des Politischen, vielleicht auch im Erzählen des Politischen. Das würde ich mal meinen, ist ein erster wichtiger Ansatzpunkt. Vielleicht darf ich da ein bisschen sekundieren, also ich fand das jetzt durchaus passend. Ne? Mir will nur vorkommen, angesichts unseres Themas, dass uns jetzt, sagen wir, platt durch die Konflikte der neoliberalen Ökonomie in den letzten 30 Jahren Erzählungen des Kommunitären, des Gemeinsamen, ja, also das liegt ja auch in der Luft mit Creative Commons oder Kommunalpolitik oder Community, ne, das Gemeinsame. Ne? Mir ist ganz klar, wenn ich das differenztheoretisch nehme, dann erscheint sozusagen kommunikativer Anspruch als romantisch. Ne? Wenn er sozusagen nur im Konflikt sich abspielen kann. Ich glaube aber, dass genau das Problem ist, dass wir in den letzten 30 Jahren uns dann sozusagen selbst immer ausdifferenzieren und sozusagen kein Narrativ des Gemeinsamen mehr entfalten können. Wie auch immer wir das dann theoretisch abstützen. Und das habe ich ein bisschen gemeint mit der progressiven Allianz. Ne? Gerade unter den Bedingungen des Neoliberalismus differenzieren wir uns ja sowieso immer selbst. Ne? Es bleibt uns diese Individualität. Und daher vielleicht ist es eine spannende Diskussion. Nicht? Daher sozusagen nochmal die Frage an dich. Meinst du nicht auch, dass wir in irgendeiner Art und Weise eben auch das Gemeinsame betonen müssen, und um ein Narrativ zu entfalten, innerhalb dessen wir dann auch gemeinsam in feministischen Fragen, in Fragen der Geschlechterpolitik, in Fragen der Bildungspolitik vorgehen können. Also gerade unter Intellektuellen, die sich ja so gerne ausdifferenzieren. Klar, sucht jeder seine Position. Wäre es doch wichtig, dass man zum Beispiel die gravierenden, prekären Arbeitsverhältnisse dann gemeinsam artikulieren kann, was, wie wir wissen, schwierig ist. Ne? Aber das wäre so mein Diskussionsbeitrag, einfach meine Nachfrage. Ich denke, dass das Ausdifferenzieren tatsächlich dazugehört,
Zugehörigkeit zu verschiedenen Communities und kollektiven Formen nicht unbedingt ausschließt. Ich würde ja mal meinen, dass jede Person tatsächlich, ich bin jetzt niemand, der für diesen stark gelebten neoliberalen Individualismus sich stark machen will, ganz im Gegenteil, aber ich denke, dass wir tatsächlich einfach wieder sehen sollten, in wie vielen verschiedenen Allianzen wir, also im Sinne von Kollektivierungen, wir ja eigentlich schon auch verhaftet sind. Und bei gleichzeitiger Differenzierung. Also vielleicht ist für mich jetzt der Unterschied nicht so sehr zwischen Differenz und Allianz, sondern vielleicht geht es für mich um einen Unterschied zwischen Differenz oder vielleicht Konflikt und Konsens. Also ich finde, auch eine Allianz muss ja kein Konsens sein. Vor allem auch kein Konsens. Ja, vielleicht, wenn ich da mich einklinken darf, kurz auch kein Konsens sozusagen, der alle anderen Dinge still zu machen gedenkt. Ja. Ja, also der so mute schaltet. Das fände ich sehr problematisch. Also ich denke, wenn Allianz, und ich denke, könnte mir vorstellen, dass das eine Allianz ist, die wahrscheinlich so, wie wir sie aus einer linken Position ja auch leben, die ist dezentral, die nimmt den Prozess ernst, die bleibt auch in dieser Unabgeschlossenheit. Also das, was Stefanie vor dieser Pendelbewegung sehr schön beschrieben hat, dann ist es vielleicht eine Allianz, die Politik und auch Progression ernst meint, aber die sagt, wir halten die Differenzen aus, die wir da austragen. Ja? Und nichtsdestoweniger gibt es ein Fundament, das was anderes sein muss, wahrscheinlich auch, als sich nur gegen dritte Positionen abzugrenzen. Also vielleicht muss dieses Gemeinsame was anderes sein, als nur Feindschaftsbilder. Ja? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit einzuhaken, weil ich denke, wenn es was Gemeinsames gibt, das positiv besetzt ist, vielleicht auch etwas naiv formuliert und romantisch auch in der Neigung, dann wird eine Kommunikation möglich, die sagt, wir können die Dinge ausdiskutieren, auch wenn wir uns in unseren Haltungen da nicht einig werden, gibt es ein unhinterfragtes Fundament, das nicht einfach eine Doktrin ist oder eine Ideologie in dem Sinne, also das meine ich jetzt mal als negatives Moment, auch wenn man das anders lesen kann und soll, aber so wie ich das jetzt ansetze, ich denke, das ist ganz wichtig, ja, dass das dann nicht sozusagen die Linie, die dann immer alles stillschaltet. Und ich denke, das ist etwas, das wir in aktuellen Debatten ja ganz stark erleben und das kriegt ja durchaus auch autoritäre Züge dann. Ja. Das ist so ein heikler Moment und vielleicht müsste dann eine künftige Ausgabe der Zukunft nicht nur Lücken heißen, sondern Lücken und Differenzen. Also wenn wir über Wir machen eine zu Lücken und Differenzen und eine zu Konsens und Kommunikation. Ja, ich hoffe, ist eine Doppelausgabe. Ich hoffe, das wäre eine Doppelausgabe. Nein, wir machen so Konsens und Lücken, Kommunikation und Differenz. Ja. Also, ich wollte jetzt auch ein bisschen provokant sagen, also ich hoffe, wir finden jetzt schon Konsens darüber, dass wir Differenzen und Unterschiede ernst nehmen müssen. Unbedingt. Und ich glaube, gerade Johannes Beispiel, der Tobias Seichel, zeigt das ja auch. Also genau. Die einerseits wie das ganz klar angelegt ist, auch in dieser Idee des Comic-Strips und auch als Historikerin und Historiker, die wir da jetzt auch sprechen, ist ja auch die Frage, was ist denn das für eine Wissenschaftsgeschichte der Street-Art oder der Graffiti-Forschung oder was sind das für eine Wissenschaftsgeschichte der Comic-Forschung? Ja, also da gibt es ja wohl sozusagen noch einiges zu tun und der Tobias Seichel bekommt ja, Johanna, bitte korrigiere mich, aber ich denke doch recht durchgehend immer eigentlich so einen tierischen Partner beigestellt, der quasi kommentiert, der ein bisschen sozusagen auch eine andere Rahmung anbietet, nicht? Also dieser Struppi, wenn er genau, heißt er doch auch, ja, oder? Genau. Seichel hat immer einen Hund dabei, also so ein klassisches Comic-Gespann eigentlich, wie man es auch aus Tim und Struppi kennt zum Beispiel, und der heißt auch Struppi beim Seichel. Und der ist so ein bisschen der gesunde, wie sagt man, ist natürlich nicht Menschenverstand, aber so ein bisschen der gesunde Hundeverstand sozusagen. Der kommentiert so ein bisschen ironisch, so in die Richtung, ja, was tut der Seichel da wieder Blödes? Also, um das jetzt ein bisschen lapidar zu sagen, also er ist so ein bisschen der das Ganze da mit Abstand betrachtet und ein bisschen, denke ich, auch für die Leser und Leserinnen einen Abstand ermöglicht und auch diese vielleicht persönliche, individuelle, politische Analyse so im ganz Kleinen möglich macht. Also das liefert hier dieser Struppi. Vielleicht noch ganz kurz einen Rekurs quasi auf das, was Stefanie vorher gesagt hat, zum Gemeinsamen.
oder was auch alle anderen zum Gemeinsamen gesagt haben. Ich denke, dass das auch in Herr Seichel und sein Hund ein ganz, ganz wichtiger Moment ist, so dieses Gemeinschaftsstiftende. Und hier aber denke ich doch sehr auf Konsens natürlich quasi ausgerichtet. Also hier geht es jetzt nicht darum, unterschiedliche Positionen nebeneinander stehen zu lassen, sondern es gibt schon ganz eindeutig eine quasi richtige Position. Und die ist aber für die Leser und Leserinnen gemeinschaftsstiftend. Also ich denke, hier haben wir ganz starke Wir- und Sie-Verhältnis, das hier eben so eine gemeinsame politische Identifikation ermöglicht. Genau, also das nur noch ganz kurz als Idee, die oder als Moment, der mir noch aufgefallen ist. Ich würde sagen, dass dieses... Jetzt wollen alle gleich. Drei, ja, alle ist sehr drei. Gut. Nein, bitte. Alessandro, du hast eigentlich das Erste angefangen. Du hast das Erste Luft geholt. Ja, aber was mich Johanna deshalb auch sehr berührt hat, ist dieser Strip, wo wir wirklich unglaublich brutalen Antisemitismus lesen können. Mhm. Ne? Also wie sich das zuspitzt. Und das, Stefanie, ist halt so der Punkt, bei dem ich beim Differenzbegriff dann auch immer so vorsichtig werde auch. Mhm. Ne? Das ist ganz klar, dass du recht hast in Bezug darauf, wir haben alle unsere Differenzen, aber gerade dieser Comic-Strip zeigt ja aufs Brutalste, wie sich zum Beispiel die deutsche Volksgemeinschaft, auch vergemeinschaftet hat, indem sie gegenüber dem Judentum, und das ist ja im Moment brandaktuell, wenn wir denken, was sich nach 4000 dschihadistischen Raketen auf den Staat Israel in Europa wieder an Antisemitismus ergeben hat, dann wird der Strip, den du verwendet hast, Lenhard, unfassbar aktuell. Ne? Logisch. Sind genau die gleichen Formationen, und mit Walter Benjamin könnte man dann sagen, die Vergangenheit ist immer in der Aktualität. Ne? Dann wird das unglaublich, unglaublich aktuell, wenn wir sozusagen historische Forschung machen, aber natürlich immer aus den heutigen Perspektiven heraus. Und daher vielleicht noch einmal, Johanna, an dich die Frage. Ne? Wie brachial war denn eigentlich diese Veränderung hin von einer eher kritischen Haltung, jetzt nicht bei der Person, sondern im Verlauf des Comic-Strips sozusagen. Ne? Mhm. Wie war der, Werner, du hast sozusagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt spricht der Zeithistoriker ein bisschen, wir haben die Erste Republik, ne? Da ist es das kleine Blatt, das lesen die Arbeiterinnen, jetzt sagen wir es einmal kurz, die Arbeiterinnen, die sozusagen nicht gewechselt haben, die also sozusagen in den Widerstand wechselten, waren auf einmal nicht mehr da. Und genau in dem Moment entwickelt sich in so einem Comic-Strip die gesamte Geschichte Österreichs. Weg von der Ersten Republik zum Austrofaschismus hin zum Nationalsozialismus mit klarer, wie soll man sagen, deutlicher Quellenlage in Bezug auf die Unterstützung der Shoah in ihren Vorläufern, sagen wir das mal so. Ne? Ja. Ja, in ihren Vorläufern, aber man muss sagen, auch teilweise ziemlich prophetisch. Also es gibt schon 1932 eine ausführlichere Folge von Herr Seichel und seinem Hund, wo er auf Adolf Hitler trifft und dort quasi mit ihm plaudert und dann quasi wo Hitler eine Zukunftsvision quasi entwirft, in der sie am Ende dann, also Herr Seichel und Hitler stehen dann am Ende auf einem Friedhof und Hitler sagt, ja schau, ist doch alles gut ausgegangen, wir haben das Judenproblem gelöst, wir haben die Arbeitslosigkeit gelöst und so weiter und so fort. Aber sie stehen eben auf einem riesigen, unendlichen Friedhof. Und das von 1932. Also hier wurden durchaus dann, wie gesagt, erschreckend akkurate Visionen entworfen sozusagen. Zu den politischen Veränderungen, du hast es eh schon angesprochen, also die erste, die man so ganz klar oder sehr deutlich sieht, ist eben, die kommt mit Dollfuß, also 1933, da wird dann also das politische Kommentieren schnell nicht mehr so offensichtlich möglich, also dort kommt es dann auch bald zur Vorzensur. Und dort wird dann eher quasi hintenrum noch ein bisschen kommentiert, beziehungsweise gibt es auch Episoden, die eben diese Unmöglichkeit des politischen Kommentars thematisieren. Es gibt da zum Beispiel die Episode, die heißt, Herr Seichel geht zum Husten in den Keller und soll heißen, also wenn man sich husten quasi, ist ein politischer Kommentar und das geht eben nur noch im Untergrund. Das geht nicht mehr quasi offen in der Zeitung. Genau, also das ist so dieses erste und dieser erste Bruch und ab da zieht sich dann der Herr Seichel eher ins Unpolitische zurück, also so Alltagsepisoden, was weiß ich, er verliebt sich, er geht auf Weltreise und so weiter. Also die wahrscheinlich, also die könnte man oft auch politisch lesen, aber so offensichtlich ist es nicht mehr. Wirklich arg
in dieses Nationalsozialistische hinein. Ihr wird es dann natürlich 1938, also ziemlich zeitgleich mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich, ist es dann vorbei mit diesem Unpolitischen. Und dort gibt es, also zu diesem Zeitpunkt, ist der Seicherl und der Struppe gemeinsam mit einem anderen noch gerade in Palästina, zufälligerweise. Und dort kommen die ganzen, also übelste antisemitische Stereotype, Ideen, was auch immer, zur Sprache. Also so ganz, ganz offensichtlich wird hier eben in dieses Horn der neuen Machthaber geblasen. Also es ist wirklich, hier wird sich auch nicht mehr bemüht, sich rauszuhalten oder irgendetwas, sondern es wird hier ganz klare Propaganda gemacht im Endeffekt. Auch ganz interessant ist, dass sie nach Palästina, die nächste Station ist dann in Genf beim Völkerbund. Und dort wird jetzt quasi Stimmung gemacht gegen so die internationalen Mächte, internationalen Stimmen, die sich eben gegen diese Machtübernahme aussprechen. Also zum Beispiel wird Stimmung gemacht gegen Otto Habsburg oder auch generell, also ich weiß nicht, die Zeitungsjuden und solche Klischees sind hier also immer wieder zu finden. Also es wird hier schon sehr, sehr, ein sehr, sehr deutlicher Bruch gemacht dann 1938. Genau. Also ich mag nur sekundieren, das Faszinierende ist, dass die... Sorry, Tobi. Ganz kurz in Ergänzung dazu, aber wenn ich das richtig erinnere, dieser Bruch, der macht ja auch vor dem Hundeverstand nicht Halt, oder? Also Struppe, der sonst so die Stimme der Vernunft war oder der sagt, Achtung, Seichel, du bist ein Depp, da hast du es wieder mal vergeigt und jetzt kriegst du eine drauf, weil du dich politisch falsch entscheidest, ja, der kippt ja dann auch völlig, oder? Also Also dieses ganze Seichel der Idiot und wer sich mit ihm quasi einlässt, ist auch ein Idiot sozusagen, das bricht hier auch, weil natürlich funktioniert das dann nicht mehr in diesem Narrativ, sondern Seichel ist nicht mehr unbedingt selber der Idiot, sondern er macht wieder die politischen Gegner lächerlich. Aber dieses Mal sind es eben nicht mehr die Nationalsozialisten, sondern es sind eben die Mitglieder des Völkerbunds, es sind afrikanische Staatsoberhäupter, alles mögliche Juden natürlich, Jüdinnen. Genauso funktioniert das auch mit dem Struppi, dem Hund, quasi verstärkt dann diese Meinungen noch. Also er ist jetzt nicht mehr dieser ironische Bruch, der das Ganze ein bisschen mit Abstand betrachten lässt, sondern er gibt dem Ganzen quasi noch Feuer. Also er verstärkt das eher noch, genau. Darf ich nur ganz kurz was sagen, weil du es so schön beispielhaft im Prinzip gerade in Worte gefasst hast. Also ich behaupte jetzt, das Politische ist dann tot, wenn man zum Husten in den Keller gehen muss. Ja? Das ist der Tod des Politischen, würde ich mal meinen. So. Alessandro, was hast du dazu zu sagen? Ja, ich wollte an der Stelle wirklich nur noch mal zeigen, das sieht man sich, glaube ich, schon. Ne? Das konkret hat gerade getitelt Feindbild Israel, die antisemitische Weltverschwörung. Und wenn du an anti-israelische Demonstrationen denkst oder so, sind es interessanterweise genau die gleichen Symbole, die gleichen Semiotiken, wieder genau die gleichen widerwärtigen antisemitischen Karikaturen, die da eine Rolle spielen. Das ist einfach so erschreckend an der Sache. Also ob es jetzt historisch in einem Comic auftaucht oder ob es aktuell auf den Straßen, auch auf der Marie-Hilfer Straße sichtbar wird. Ich hätte noch mal eine Frage an Stefanie aus einem ganz anderen Moment heraus. Wir kreisen ja jetzt neben sozusagen der Themenfindung für künftige Hefte ja ganz stark um dieses Moment Sprache finden, zur Sprache kommen. Ja. Du hast auch vorher schon gesagt, die Graffiti-Forschung ist etwas, das ja in der Form schon Jahrzehnte passiert, so wie das bei der Comic-Forschung ja auch passiert, aber sozusagen immer wieder unter unterschiedlichen Zuschreibungen, unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Vielleicht zuerst, Stefanie, wo steht denn diese Forschung derzeit? Wo siehst du da Möglichkeiten und Herausforderungen? Und vielleicht auch dann an Johanna gefragt, also wir beide kommen aus der Literaturwissenschaft, wir erleben das Comic sozusagen mehr und richtigerweise aufgewertet, auch unter politischen Aspekten diskutiert wird. Wo geht's da vielleicht weiter? Vielleicht an euch beide, so diese verbindende Frage, dieses zur Sprache finden, zur Sprache kommen, nicht zuletzt auch, wenn es um politische Inhalte geht.
Ja, ich würde meinen, es gibt unterschiedliche so Fokusmomente, gerade in der Graffiti-Forschung. Ich würde sagen, ein wichtiger ist tatsächlich die Suche nach Methoden oder auch nach einer Methodologie der Annäherung an dieses Themenfeld. Das hängt natürlich damit zusammen, was ich vorher schon beschrieben habe, also auch ein Hinterfragen von Kategorien, Definitionen etc. etc. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wie kann man neu theoretisieren, das spielt schon immer auch wieder mit, aber wie kann man dieser Theorie dazu auch methodisch beikommen? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ein anderer, gerade wenn es um das Thema Street Art geht, ich meine, das ist aber jetzt kein neuer, aber immer noch ein sehr stark präsenter, ist das Thema der Gentrifizierung über Street Art und jetzt mittlerweile auch stärker und stärker, ich würde sagen, in den letzten paar Jahren tatsächlich der Instrumentalisierung für verschiedene Marketinganliegen. Und das können jetzt ein Marketing für Unternehmen sein, das kann aber auch ein Stadtmarketing sein. Wobei, wenn wir uns städtepolitisch das anschauen, dann ist eine Stadt mittlerweile auch schon ein Unternehmen geworden. Also von dem her ist es wahrscheinlich kupftig gesprungen, wenn man so schon sagt. Aber auf jeden Fall diese Form von Aneignung und Instrumentalisierung von Street Art für diese Zwecke ist sicher auch ein ganz präsentes Thema im Moment in der Forschung. Das würde ich jetzt mal als zwei zentrale Momente herausstreichen. Ja, darf ich da vielleicht nur ganz kurz noch eine kleine Frage anhängen? Also das, so wie du das beschreibst, dass das ja auch Strategien sind, die übernommen werden, die sozusagen in andere Formen von Tauglichkeit überführt werden, erleben wir, also kunsthistorisch betrachtet, dass der Situationismus quasi gehackt wird. Ist das passiert? Oder weil es gibt ja immer dieses Moment der heimlichen, der illegitimen Wegweisersysteme durch eine Stadt, also etwas, das stark diesen situationistischen Zeichensystemen inhärent ist. Und da hat man den Eindruck, also sozusagen jetzt frisst der Markt die Subversion einmal mehr, oder? Das tut er aber eh schon ganz lang. Ja, also das ist also, eine unaufhörliche Kaube. Also auch im Street Art, das tut er schon ganz lang. Da darf man nur die andere Seite der Medaille nämlich nicht vergessen, nämlich dass Street Artists irgendwo sich erhalten wollen, auch mit ihrer Kunst. Und tatsächlich einfach, wenn sie solche kommerziellen Aufträge nicht annehmen nicht unbedingt kommerzielle Aufträge für die Werbebranche, aber kommerzielle Aufträge zum Beispiel jetzt in einem Stadtmarketing-Kontext oder so. Oder ein Museum. Oder bringt kein Geld. Okay. Bringt zu, also Österreich mal. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit einer Street-Art-Künstlerin aus Oberösterreich, die auch tatsächlich auch in Deutschland eigentlich relativ viel unterwegs ist. Sie sagt, ja, das ist nett, das ist wahnsinnig professionell, die bieten eine tolle Infrastruktur, aber leben nicht einmal ansatzweise. Das ist wahrscheinlich auch so eine Problematik. Sicher auch dieses Thema Musealisierung, nämlich Institutionalisierung ist eh schon passiert, aber diese Musealisierung von Street Art, auch das ist ein heißes Pflaster im Moment. Damit einhergehend Konservierungsfragen, Dokumentationsfragen, Archivierungsfragen etc. etc. Aber diese Art der Musealisierung von Street Art wird auch heiß diskutiert. Gibt es auch ein paar ganz spektakuläre Widerspenstigkeiten von künstlerischer Seite. Man denke an den italienischen Street Artist Blue, es hat er schon in Berlin vorher gemacht, aber ganz prominent 2016 in Florenz, glaube ich, 25 seiner Murals einfach grau übermalt hat, einfach alle grau übermalt hat, um es zu verhindern, dass für eine sehr prominente Street Art Ausstellung im Stadtmuseum von Florenz seine Werke konserviert werden, ohne gefragt zu werden übrigens, also abgetragen von den Wänden und ins Museum gebracht. Und er hat sich damit mit der radikalen Destruktion dagegen gewehrt. Auch sowas gibt's. Dann springen wir vielleicht von einem heißen Pflaster zum nächsten. Johanna, wir haben gehört sozusagen über die Zugriffe auf ein historisches Beispiel. Wie schätzt du das ein? Innerhalb der Literaturwissenschaft, Comic ist jetzt nicht als Medium unbedingt mobilitiert, das wäre ja auch problematisch, aber avancierte Beispiele werden angesehen, werden beforscht. Wir haben Comic Studies. Wie ist da dein Eindruck, was wären da nächste mögliche Schritte, was sind vielleicht aber auch Herausforderungen,
in denen vielleicht auch wir uns unsere Arbeit stellen müssen? Ja, also ich denke, es hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viel getan, muss man sagen. Also der Comic ist ja inzwischen, wie du sagst, völlig in der Wissenschaft angelangt. Also im akademischen Kontext ist es jetzt nichts mehr, wie soll man sagen, Anrüchiges, dass man sich mit Comic beschäftigt, wie das noch vor einigen Jahrzehnten durchaus schon so war, also so ein bisschen in der Schmuddelecke und entweder für Kinder oder irgendwie Abwegige. Aber inzwischen ist das ja durchaus anerkannt und eben gerade solche Beispiele wie der Herr Seichel sind einfach auch eine historische Quelle, die es zu erschließen gilt, wie alles andere auch, wie Street Art, wie Literatur, wie sonst was. Also ich denke, dass da dieser Unterschied von hoch und tief schon sehr, sehr, sehr weit weg ist in der Diskussion, würde ich sagen, und auch keine Rolle mehr spielt. Also genau, und wie du auch schon sagst, es gibt ja inzwischen auch, wenn man sich zeitgenössische Comics anschaut, schon ganz, ganz, ganz unterschiedliche von Literaturadaptionen, die großen Erfolg haben, nicht nur als Weihnachtsgeschenke, sondern auch anderweitig. Oder auch, jetzt ist mir gerade auch wieder eingefallen, die Zeit hat inzwischen auch einen politischen Daily Strip sich wieder ausgedacht. Marco W. Kling und sein Känguru, sein marxistisches Känguru, sind ja inzwischen täglich bei der Zeit online zu sehen. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Also ich denke, es ist inzwischen institutionalisiert, würde ich mal fast meinen. Und zu Recht. Ist gut so. Ich mag noch mit einer kleinen Geschichte sekundieren. Ich habe noch 2003 einen deutschen Professor in Weimar erlebt, der lautstark behauptete, man könne über Comics nicht promovieren. Ein Kulturwissenschaftler, ne? Ohne Draht zur Jugendkultur. Das war ja auch sehr stark mit Frankreich verbunden, ne? Wo das Comic sozusagen immer Hochkultur war, wenn man so will. Aber das fand ich auch interessant, weil in der Zeit hatte ich solche Debatten, in denen es noch immer darum ging, diese Hochkultur oder E- und U-Musik war ja genau die gleiche Debatte. Ne? Ist inzwischen relativ planiert, aber wie lange es gedauert hat, dass Jazzgitarristen auch von den klassischen Gitarristen akzeptiert werden, da könnte ich einige Geschichten erzählen und dass es dann noch weitergeht, Tommy, bis zu unserer Tätigkeit für das schöne Musikjournal Skook, Subkultur Underground, ne? Wie lange eine Kultur braucht, um das, was sie als randständig stigmatisiert, dann in seiner Schönheit zu erkennen, das ist ja selbst auch ein Gradmesser, könnte man auch wirklich sagen, ne? Für das Demokratieverständnis, das uns begleitet. Ne? Ja, und nicht nur in seiner Schönheit, sondern auch in seinen Eigengesetzlichkeiten. Also so ja, und da Stefanie, da kommt man wirklich zurück, wenn eine Demokratie jetzt im positiven Sinne, wenn wir so stolz sind, eine liberale Demokratie, na dann ist natürlich jede Individualität und jede Differenz ein demokratiepolitisches Symbol. Das ist ja vollkommen klar auf der Ebene. Ne? Und ist auch übrigens durch unsere Verfassung geschützt, ne? Weil auch der Kelsen gesagt hat, ne? Es geht darum, dass die Minderheiten sozusagen der Gradmesser für den Demokratiegrad unserer Gesellschaft sind. Johanna, darf ich dich noch was fragen? Und zwar würde mich interessieren, ob in deiner Auseinandersetzung mit Auseinandersetzung mit der Comicforschung, ob dir da tatsächlich auch Texte zu Comic und Graffiti untergekommen sind? Jetzt beim Herrn Seichel, was jetzt mein Fokus ist quasi, nicht unbedingt. Das ist, denke ich, auch ein bisschen die falsche Zeit, würde ich vermuten, aber ich bin jetzt bei Graffiti nicht so drinnen, würde ich mal sagen. Das ist die 30er Jahre. Was für eine Rolle spielt Graffiti da? Weißt du dazu, Felix? Naja, also kommt immer darauf an, wo man es ansetzt. Also es kommt darauf an, wie du Graffiti und Street Art fasst. Also den Muralismo in Mexiko, den gab es dann schon in der Zeit ungefähr, schon langsam. Das wäre so ein, immer wieder seit Vorläufer von Street Art, aber es ist alles ein bisschen so eine Geschichte. Und tatsächlich, auf was man immer ganz gerne wieder hingewiesen wird im österreichischen akademischen Kontext, ist, dass ja der erste Graffiti-Writer der Josef Kieselack war. Seine Signatur da irgendwie überall hingesetzt hat, einfach nur um der Signatur hinsetzens Willens, wird auch ganz oft argumentiert. Und da sind wir natürlich noch früher dran. Aber wenn wir jetzt Graffiti-Geschichte fassen als Anfänge des Hip-Hop-Graffiti oder des New York-Graffiti, dann sind wir Ende der 60er Jahre. Aber
warum frage ich das? Weil vielleicht ist das auch so ein Vorschlag für eine Allianzbildung, wobei ich mir vorbehalte, dass wir uns nicht einig werden müssen, aber ein Vorschlag für eine Allianzbildung, weil tatsächlich ja also formästhetisch, so formalästhetisch, ganz viele Elemente aus dem Comic übernommen werden in den Graffiti-Style und gerade eben in diesen New York-Style. Das ist relativ prominent. Immer noch teilweise, weil das einfach aufgegriffen wurde und so. Man hast das hast immer noch, ja. Ja, also das so formal, glaube ich, gibt es auf jeden Fall, wie sagt man, also über Überlappungen, würde ich mal meinen. Ja, so Formelemente, auch im Comic, denke ich, weil das vermute ich auch ein bisschen ein ähnliches Zielpublikum, aber auch die Autoren, Autorinnen aus einer ähnlichen Ecke kommen, würde ich jetzt vermuten. Daher glaube ich, dass da viel Überschneidung gibt, ja. Jetzt mag ich Stefanie kunsthistorisch noch ein bisschen etwas beitragen mit meiner Lieblingsgeschichte. Picasso wurde eingeladen, in die Höhle von Lascaux zu kommen, um sich dort die sehr alten, nicht die ältesten, aber ich glaube sogar damals waren es die ältesten Gemälde, die Menschheitsgeschichte aufweisen konnte. Und Picasso geht rein, kommt ganz bedacht, langsam raus und sagt, wir haben nichts dazugelernt. Und dass die ersten Stiere, die Menschen gemalt haben, schon als Graffiti gelten könnten oder als Comicstrip, ist das, was er meinte, will ich damit in den Raum stellen. Eigentlich hat sich an den grundlegenden Formen gar nicht so viel geändert. Was man dann in relativ einfacheren Formen wie Graffiti oder Comic unter Umständen besser sehen kann, als in den ganz konzentrierten Bildern der Großen, kunstgeschichtlich. Ne? Die ja auch ganz stark auf Entwicklungen reflektieren. Und gerade wenn wir nach Überblendungen fragen, also gibt es natürlich Comic-Biografien von Jean-Michel Basquiat. Ja. Ja, oder wenn wir auch um ein Thema denken, das in der Zukunft auch schon mal vorgekommen ist, Graffiti spielt eine große Rolle in den Comics von Enki Bial. Also gerade diese Alexander Nikopol-Trilogie, die so eine düstere, nicht zuletzt auch politisch dystopische Zukunft darstellt, da spielt Graffiti eine Riesenrolle. Ja, das wäre vielleicht eine Frage, dass man sagt, okay, wie kommen Mauern im Comic vor? Vielleicht könnte sozusagen diese Allianz sich an einem vermeintlich trennenden Moment einfinden und sich fragen, ist das sowas wie eine diskursive Moral? Thomas, die Ausgabe zur Mauer kommt aber eindeutig vor der Ausgabe zur Lücke, oder? Weil irgendwie sucht man doch bei einer Mauer immer die Lücke, man will doch da durch oder so. Ja. Genau. Sehr schön. Ja. Also wir haben quasi das nächste halbe Jahr Zukunft steht fest, oder? Über genau. Ist gemacht. Ja, ich meine... Was heißt das nächste halbe Jahr? Vielleicht darf ich das kurz erwähnen. Ich habe jetzt gerade den Band aus dem Archiv, die Hemmer Breinsack war zu Besuch und hat mir jetzt den Band der ersten Jahrgänge der Zukunft mitgebracht. Und das mag ich kurz erwähnen. Das ist das Heft 1 aus dem Jahr 1946. Wir erwägen dieses Frontispiz, kann man sagen, Stefanie, oder? Ne? Ja. Bei der nächsten Ausgabe, es ist nicht wirklich gezeichnet, gell? Aber zumindest es ist das Deckblatt der ersten Ausgabe, wir erwähnen die nächste Ausgabe der Zukunft auch mit diesem Deckblatt zu bespielen. Und damit mag ich an der Stelle jetzt nur daran erinnern, dass die Zukunft jetzt 75 Jahre hinter sich hat und hoffentlich wieder 75 Jahre vor sich. Aber das ist auch ein Beitrag mit dieser Ausgabe zu den Erzählungen des Politischen, eben ja, sich auch ein bisschen darüber zu freuen, dass die Zukunft jetzt 75 Jahre schon durchgestanden hat und ein, wie soll ich sagen, maßgebliches theoretisches Organ der Sozialdemokratie war und hoffentlich auch durch eure Beiträge wieder ist. Zumindest hat uns Kaspar Einem das schon bestätigt. Sehr gut. Sehr schön. Ja, vielleicht in dem Sinne mag ich eigentlich nur noch vielleicht aus dem Editorial kurz zitieren, ne? Also beginnen tut die Ausgabe der Zukunft damit, dass die Grenze von Politik und Literatur hoffentlich auch in unserer heutigen Diskussion verhandelt wurde, dass eine gegebene Gesellschaft nicht nur ihre grundlegenden ökonomischen, sozialen und kulturellen Problemlagen in der Literatur, in der Narration diskutiert, sondern dass eben gerade im Erzählen und in der Grenze von Politischem und Narrativem eine Gesellschaft eben immer auch Ideen, Utopien oder Träume entwirft, in der die soziale Wirklichkeit der Zukunft gegenwärtig, aktuell verhandelt wird. Und insofern danke ich euch ganz herzlich dafür, dass wir die Zukunft verhandeln durften im Rahmen der heutigen Diskussion zu unserer Ausgabe zu den Erzählungen des Politischen.
danke Ihnen allen fürs Zuhören und wir sehen uns wahrscheinlich eher zum beginnenden Herbst hin. Die Ausgabe, die 75 Jahre Jubiläumsausgabe, kommt etwa in einem Monat raus. Die Diskussionsveranstaltung werden wir ans Ende des Sommers setzen. Aber dann wird es wahrscheinlich auch schon so sein, dass wir uns in der Praterstraße in der Wiener Bildungsakademie am Podium sehen können. Insofern danke ich allen, die sich die Zeit genommen haben. Klicken Sie auf www.diezukunft.at. Johanna Lehnhardts Artikel haben wir online gestellt. Bei den anderen sind wir ein bisschen zurückhaltend, denn wenn Sie sich entscheiden, ein Abo zu nehmen, dann wird auch die ehrenamtliche Tätigkeit der Redaktion unterstützt. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und den hochkarätigen Podiumsgästen und Gästinnen ganz, ganz herzlich für diese wunderbare und anregende Diskussion. Alles Liebe, schönen Abend, Freundinnenschaft, Venzeremos. Ciao.